Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen, hebe die Sitzungsunterbrechung auf und rufe auf in der Tagesordnung Tagesordnungspunkt 54, Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Hessen wird wirkungsvolle Klimaschutzpolitik fortsetzen und weiter ausbauen. Drucksache 19/6676 aus 19 zusammen mit Tagesordnungspunkt 75. Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Klimaschutz in Hessen konkret, 19/6697 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erste spricht Kollegin Feldmayer für Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der extrem heiße und trockene und langanhaltende Sommer ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Klimakatastrophe Realität ist. Und wenn wir innerhalb von 13 Jahren zwei Jahrhundertsommer haben, Sie erinnern sich vielleicht schon noch an 2003, da wurde von einem Jahrhundertsommer gesprochen, und jetzt 15 Jahre später wieder ein Jahrhundertsommer, dann läuft verdammt noch einmal was schief. Das zeigt, wir sind mittendrin in der menschengemachten Klimakatastrophe. Und es ist wirklich absurd, dass immer noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, um in die Köpfe zu kriegen, dass die Klimakatastrophe da ist und dass sie menschengemacht ist. Wir müssen angesichts der jetzt schon auftretenden Folgen für uns endlich dazu kommen, konsequent zu handeln. Deutschland und die Welt haben sich in Paris verpflichtet zum Klimaschutz. Die Große Koalition tut aber zu wenig, um dieses Ziel zu erreichen. Stichwort Kohleausstieg. Die Klimaschutzziele, zu denen sich Deutschland bis 2020 verpflichtet hat, werden jetzt schon gerissen. Es fehlt der politische Wille, obwohl man das Wissen über die Klimakatastrophe hat, es fehlt der politische Wille, das in beherzigtes Handeln umzusetzen, meine Damen und Herren. Und wir fordern die Energiewende, die Agrarwende und die Verkehrswende einzuläuten, denn nur so können wir es noch schaffen, dass sich die Erderhitzung zumindest begrenzen lässt. Wenn wir das nicht schaffen, wird es laut Klimaforscher Schellenhuber, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen die Sendung mit Anne Will gesehen, es wird laut Schellenhuber zu Temperaturen kommen, die in großen Teilen Afrikas überhaupt keine Landwirtschaft mehr möglich macht. Wir zerstören unseren eigenen Lebensraum und die Zukunft künftiger Generationen. Deshalb wollen wir Grüne auch, dass Klimaschutz eine CO2-Bremse ins Grundgesetz kommt. Und wenn wir das haben, dann geht es eben nicht mehr nur um das Ob beim Klimaschutz und den Erhalt der Umwelt, sondern es geht um das Wie beim Klimaschutz, Herr Schmidt. Wenn es im Grundgesetz steht, ist es nicht mehr von den jeweiligen politischen Mehrheiten abhängig und wäre rechtsverbindlich für die Bundesregierung. Das ist das, was wir wollen, meine Damen und Herren. Ja, ich verstehe, dass die Aufregung bei der Fraktion sehr groß ist, die vorhin auch bei der wirtschaftspolitischen Debatte gezeigt hat, dass Klimaschutz nicht gerade auf ihrer obersten Priorität ist. Und, meine Damen und Herren, wir werden diesen Vorschlag auch nach der Landtagswahl am 28. Oktober unterstützen und die Zustimmung Hessens dazu zum Gegenstand möglicher Koalitionsgespräche machen. Das heißt ganz konkret, Herr Schmidt, bei dieser Landtagswahl wird auch über den Klimaschutz abgestimmt. Ich verstehe die Aufregung bei den Kollegen von der SPD, aber vielleicht hören Sie mir noch einen Moment zu. In Hessen hat unsere Umweltministerin Priska Hinz den integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 auf den Weg gebracht. Bis 2050 soll Hessen klimaneutral sein. Und hierfür gibt es 140 konkrete Maßnahmen, die unterlegt sind mit 140 Millionen €. Der hessische Klimaschutzplan ist ambitioniert, er ist konkret und mit Geld hinterlegt. Er nimmt alle Bereiche unseres täglichen Lebens in den Blick. Also den Weg zur Arbeit mit dem Jobticket für alle Landesbeschäftigten, was auch Vorbild ist oder sein sollte für andere Arbeitgeber, über die Beratung für klimafreundliche Energieversorgung durch die Landesenergieagentur
bis hin zur klimaschonenden Landwirtschaft und Ernährung. Alle klimarelevanten Bereiche wurden bereits in den Blick genommen. Und das ist gut so, denn Klimaschutz ist eben auch eine Querschnittsaufgabe. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Es ist eine Querschnittsaufgabe, und es muss auch handlungsleitend sein bei allem, was wir hier entscheiden. Und dieser integrierte Klimaschutzplan nimmt eben auch die Landwirtschaft in den Blick. Und das war auch schon lange vor dieser, ich sag mal, Trocken- oder Dürreperiode, die wir jetzt haben. Das macht auch den Unterschied aus zwischen einer Regierung, die vorsorgend ist, und einer Regierung, die immer nur auf aktuelle Ereignisse reagiert. Vorsorgend wurde schon in diesen Klimaschutzplan die Landwirtschaft aufgenommen. Die Landwirte heißen erhalten beim Landesbetrieb Landwirtschaft Beratung in Sachen Klimaschutz zu klimaschonenden Produktionsverfahren, und sie werden darin beraten, wie Emissionen aus Gülle- und Gärresten vermieden werden können. Das ist gut so, denn wir brauchen, und das wird eben in dieser jetzigen Zeit und in diesem heißen Sommer deutlich, wir brauchen auch eine Klimastrategie für die Landwirtschaft, wo es nicht nur darum geht, sich anzupassen. Die Landwirtschaft muss sich natürlich auch an den Klimawandel anpassen. Wir hoffen, dass das auch funktioniert. Es geht aber auch darum, dass die Landwirtschaft einen Beitrag zur Einsparung von Emissionen leisten kann und muss. Wir GRÜNE haben ausführliche Konzepte zur Ernährungs- und Agrarwende vorgelegt, weil wir der Überzeugung sind, dass wir nicht mehr weitermachen können wie bisher, sonst kommen wir in eine klimapolitische Sackgasse. Wir wollen die ökologische Landwirtschaft steigern, wir wollen aber insgesamt auch zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen. Denn auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Also, das ist die eine Sache, das Vorsorgende, den Klimaschutz bei der Landwirtschaft in den Blick nehmen, weil so wird dann die Landwirtschaft auch zukunftsfähig aufgestellt. Die andere Sache aber, um die wir uns jetzt auch kümmern müssen, ist die aktuelle Situation, wo die Landwirtinnen und Landwirte vor allem eins brauchen: Hilfe. Unsere Landwirtschaftsministerin Priska Hinz hat heute einen neuen Punkteplan vorgelegt, der die betroffenen Betriebe unterstützt. Und das Allerwichtigste ist, in diesem neuen Punkteplan, dass es eine finanzielle Hilfe von 10 Millionen € geben wird, um den notleidenden Betrieben zu helfen. Außerdem gibt es Steuererleichterungen, und die Agrarzahlungen an die Landwirtinnen und Landwirte sollen dieses Jahr so früh wie möglich ausgezahlt werden. Neben dem Finanziellen gibt es aber auch ganz praktische Hilfe, wie die Unterstützung bei Futtermangel. Man muss nämlich wissen, dass die aktuelle Trockenheitsperiode dazu führt, dass es in der Landwirtschaft vor allem an Futter für das Vieh fehlt. Also die Milchviehbetriebe sind vor allen Dingen betroffen. Deshalb ist es jetzt auch erlaubt, dass die Flächen, die sonst für den Umweltschutz vorgehalten werden, zum Futteranbau genutzt werden können. Diese Landesregierung hat hier reagiert. Sie leistet kurzfristige Hilfe für unsere Landwirte. Und auch die Bundesregierung hat heute erklärt, dass sie Geld für die Landwirtschaft in dieser Zeit bereitstellen wird, was wir ausdrücklich begrüßen, meine Damen und Herren. Diese Landesregierung, Ministerin Hinz, hat schnell gehandelt. Das ist eine gute Nachricht für alle landwirtschaftlichen Betriebe und auch, um der FDP schon einmal vorzugreifen, für alle Betriebe, egal ob bio oder konventionell. Die Landwirte, die in einer Notlage sind, sie haben unsere Solidarität und Hilfe verdient. Ich hoffe, dass wir uns in diesem Landtag hier auch einig sind. Die Verantwortung von Hilfen ist aber nicht nur eine staatliche Angelegenheit. Auch der Einzelhandel sollte verantwortlich agieren und den Milchbauern in dieser Krisensituation zur Seite stehen. Wenn ich mir dann anschaue, dass Butterpreise in dieser Situation gesenkt werden oder die Milchpreise eingefroren werden, dann muss ich sagen, das geht so nicht. Auch der Einzelhandel hat hier eine Verantwortung. Er muss eine faire und solidarische Einkaufspolitik betreiben, gerade jetzt. Ich will nur kurz auf den Antrag der LINKEN eingehen. Sie haben da in Ihren, ich sag mal, alten Antrag zum Klimaschutz etwas, kann man das jetzt sagen, aufgewärmt. Einige Punkte sind nicht falsch in der Zielsetzung. Stopp der Klimakatastrophe, ich glaube, da sind wir uns einig. Allerdings unterscheidet uns von Ihnen, dass wir uns die Welt nicht nur schönreden, sondern dass wir sie tatsächlich auch ändern wollen,
besser machen wollen, anstatt sie nur zu beschreiben. Das haben Sie gut gelernt mit der Feuerbach-These. Das haben wir auch mittlerweile gelernt von unserem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden. Also, aber ich finde es schön, dass Sie das auch schon adaptiert haben. Deshalb noch einmal. Die Aufnahme der CO2-Bremse ins Grundgesetz wäre für den Klimaschutz auch in Hessen eine wichtige Unterstützung. Das ist eine unserer zentralen Forderungen in diesem Bereich. Und somit wird am 28. Oktober auch darüber abgestimmt, ob Klimaschutz eine starke Stimme in Hessen bekommt oder nicht. Das ist nicht irgendein Thema, sondern das ist eine Richtungsentscheidung. Es geht einfach um die Existenzgrundlagen der Menschheit. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nein, Sie reden sich die Welt nicht nur schön, Sie schreiben sie sich auch noch schön. Handeln wäre besser. Wenn die Regierungsfraktionen hier mit Mehrheit beschließen wollen, dass sich der Landtag erneut dazu bekennt, dass Hessen einen Beitrag zum internationalen Klimaschutz leisten soll, und der völlig unzureichende integrierte Klimaschutzplan Ihrer eigenen Landesregierung fortgesetzt werden soll, dann sind das leider nur inhaltsleere Phrasen. Wer erinnert sich auch daran, dass der Beitrag des Klimaschutzplans der Landesregierung zum weltweiten Klimaschutz so bescheiden ist, dass sich der BUND letztes Jahr dazu gezwungen sah, einen eigenen Klimaschutzplan für Hessen vorzulegen? Einen Klimaschutzplan mit konkreten Minderungsschritten und Mengen, einen Plan, mit dem es wenigstens eine Chance gäbe, die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens 2015 zu erreichen. Alles das fehlt dem Plan der schwarz-grünen Landesregierung. Er ist rechtlich nicht verbindlich, stimmt weder konkrete Treibhausgasminderungsziele noch und steuert eine Verminderung der Treibhausgasemissionen um 95% 10 Jahre zu spät an. In unserem Antrag fordern wir, dass der hessische Klimaschutzplan an die Pariser Beschlüsse von 2015 angepasst wird, dass die Minderungsziele in 5 Jahresschritten für die einzelnen Bereiche wie Verkehr, Landwirtschaft und Energieerzeugung benannt werden und damit überprüfbar werden. Und wir fordern, dass der Rahmen für den Klimaschutz in einem gesetzlich verbindlichen Gesetz festgeschrieben wird. Wollten Sie übrigens auch einmal. Konkret, überprüfbar und verlässlich muss der Klimaschutz sein. Alles das können Sie in unserem Antrag nachlesen. Im Frühjahr hatten wir in der Fraktion den Betriebsrat der Belegschaft des Kohlekraftwerks Staudinger zu Gast. Die gestandenen Gewerkschafter haben uns gesagt, dass es ganz klar ist, dass der Kohleausstieg kommen muss. Sie haben sogar einen eigenen Ausstiegsplan mitgebracht. Und sie haben uns gesagt, dass das größte Problem für sie die Ungewissheit sei, wann der Ausstieg für ihr Kraftwerk kommt. Sie brauchen Datum, um die Möglichkeiten für Konversion, den Übergang in Altersteilzeit oder Rente, aber auch die Übernahme ihrer Ausbildung zu organisieren. Und wissen Sie, was uns die Betriebsräte noch gesagt haben? Dass sie von den anderen Parteien im Landtag, einschließlich den Regierungsfraktionen, keinen Gesprächstermin erhalten haben. CDU und GRÜNE reden noch nicht einmal mit den Gewerkschaftsvertretern einer Schlüsselindustrie für den Klimaschutz. Das wäre sicher sinnvoll, denn der Betriebsrat von Staudinger ist beim Kohleausstieg weiter als die schwarz-grüne Landesregierung. Reden Sie mit den Beschäftigten und der Firmenleitung. Erarbeiten Sie einen verbindlichen und sozialverträglichen Ausstiegsplan, anstelle hier solche Lobhudelanträge vorzulegen. Der Kohleausstieg ist der Schlüssel zum Klimaschutz. Warum kommt aus Hessen kein Signal, den Kohleausstieg so schnell wie möglich zu realisieren? Die Gesprächspartner hätten Sie. Bis die sogenannte Kohlekommission zu einem Ergebnis gekommen ist, müssen alle weiteren Ausbau- und Abbaugenehmigungen ausgesetzt werden. RWE darf den Hambacher Forst im Herbst nicht roden. Früher standen die GRÜNEN für die Verkehrswende und forderten analog zum Energiegipfel einen hessischen Verkehrsgipfel. Anstelle der Verkehrswende haben die Emissionen in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen, und der Verkehrsgipfel ist aus der Programmatik der GRÜNEN verschwunden. Es reicht nicht aus, wenn der hessische Verkehrsminister in einer Regierungserklärung ankündigt, dass Hessen eine Vorreiterrolle einnehmen will. Um das zu erreichen, muss er endlich auch unliebsame Themen angehen. In unserem Antrag finden Sie dazu die notwendigen Anregungen, aber ich glaube, er ist gerade nicht da.
Alleine eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf hessischen Autobahnen hätte einen Teil der Emissionen verhindern können und einen Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet. Aber da haben auch die hessischen Grünen den Kretschmann gegeben. Wir wissen, dass der Verkehrsminister regelmäßig mit Fraport-Chef Schulte in Kontakt steht. Außer mehr Flugverkehr durch Billigflieger, mehr Lärm und mehr Treibhausgase und weniger Nachtruhe ist aus dieser Diplomatie nichts herausgekommen. Das hätte die CDU auch ohne die Hilfe eines grünen Ministers geschafft. Das muss ich Ihnen einmal zugestehen. Die Ziele von fast 30% aller Passagierflüge am Frankfurter Flughafen wären mit der Bahn in einer Zeit unter 6 Stunden zu erreichen. Diese Kurzstreckenflüge müssen auf die Bahn verlagert werden. Das ist den Menschen in Zeiten des Klimawandels zuzumuten. Und das wäre der Job von Minister Al-Wazir, aber der ist ja nicht da. Auch gegen die Widerstände der Fluggesellschaften und von Fraport muss man das voranbringen. Da hören wir nichts von solchen Bemühungen. Was wir mitbekommen, z.B. aus der Frankfurter Rundschau von heute, und das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen, ist, dass der Verkehrsminister Fraport 325.000 € für 2 Elektrobusse aus Fördermitteln zuschließt. Das ist wirklich der Hammer. Kommunen fehlt hinten und vorn das Geld für den klimafreundlichen ÖPNV, und sie sponsern Fraport, die in 2018 einen Gewinn von über 400 Millionen € erwartet. Elektrobusse sponsern sie. Ja, das ist auch eine Verlagerung, aber keine von Flügen auf die Züge. Und vielleicht müssen wir noch einmal daran erinnern, dass die Fraport AG mehrheitlich im öffentlichen Besitz ist und Kollege Kaufmann noch immer im Aufsichtsrat sitzt. Was tut er da eigentlich, außer alles abzunicken? Mit dieser Art der Umverteilung wird das mit dem Klimaschutz in Hessen nichts. Uns läuft aber die Zeit davon. Das müsste dieser Sommer doch jedem gezeigt haben. Aber die Landesregierung verhält sich so, als würde Zeit keine Rolle spielen. Über 300 Jahre würde es dauern, um das Potenzial für Photovoltaik auf landeseigenen Dächern auszunutzen, wenn der Zubau in der Geschwindigkeit wie in den letzten 4 Jahren unter Schwarz-Grün weitergeht. 300 Jahre für 25 Megawatt Peak, das ist das Potenzial. Das ist kein Schneckentempo, das ist Stillstand. Das ist das Gegenteil von vorbildlichem Klimaschutz. Die Nutzung der eigenen Dächer wäre sogar noch wirtschaftlich sinnvoll, wie uns das Umweltministerium auf Nachfrage mitteilt. Schauen wir doch einmal auf den Titel Ihres Antrags der Regierungsfraktionen. Hessen wird wirkungsvoll Klimaschutzpolitik fortsetzen und weiter ausbauen. Ja, da gibt es noch viel auszubauen. Aber an Ihrer Stelle würde ich vor Scham im Boden versinken, anstatt mich zu loben. Na, noch einmal, 300 Jahre nur, um Ihre eigenen Dachflächen auszunutzen. Das ist doch zum im Boden versinken. Noch nicht einmal in Ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich kriegen Sie das hin, ohne den Widerstand von Windkraftgegnern, Fluggesellschaften, Fraport oder der Kohlelobby ist die Landesregierung in der Lage, Energiewende voranzubringen. Nach dieser Legislatur, nach so viel Inkompetenz, Ignoranz und nach so vielen Handlungslücken, wie das im Klimaschutz jetzt neuerdings heißt, finde ich es unerträglich und eigentlich sogar für das Parlament herabwürdigend, so einen Antrag vorzulegen. Und dann kommen wir noch einmal zur Landwirtschaft, das Thema, das viele von uns aktuell wirklich umtreibt. Landwirtschaftsbetriebe, die durch diese Hitze- und Trockenperiode in ihrer Existenz bedroht sind, brauchen gesellschaftliche Unterstützung bis hin zu finanzieller staatlicher Unterstützung. Zukünftig werden solche Trocken- und Hitzeperioden aber eher die Regel als die Ausnahme sein. Es wäre unverantwortlich, die Subventionen aus den Schäden des nächsten Jahrhundertsommers, der vielleicht schon in 3 Jahren kommt, zu verstetigen. Die Ausrichtung auf maximale Erträge bei niedrigen Erzeugerkosten hat die Landwirtschaft in eine anhaltende ökologische und zunehmende auch ökonomische Krise getrieben. Um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Landwirtschaft in die bereits eingetretenen Klimaveränderungen anzupassen, braucht es eine ambitionierte Agrarwende. Eine Schlüsselrolle für den sozial-ökologischen Umbau unserer Landwirtschaft liegt bei den Subventionen aus der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Um es noch einmal deutlich zu sagen, DIE LINKE ist für aktuelle Hilfe, aber gegen einen Fonds, der dauerhaft Schadensausgleich leistet. Mit dem Agrarhaushalt der EU haben wir bereits einen dauerhaften Unterstützungsfonds für die Landwirtschaft, nur dass dieser die falschen Anreize setzt und die Probleme der Landwirtschaft damit eher vergrößert.
Pauschale Flächenprämien oder Gelder für Stallvergrößerungen, um mehr Vieh für den Export zu mästen, ist Öl ins Feuer zu gießen. Die Förderung einer weiteren Intensivierung der konventionellen Landwirtschaft für den Export von Agrargütern wie Fleisch, Getreide und Milchprodukte muss beendet werden. Und da geht es nicht nur um die Verminderung der 7 bis 11% Treibhausgase, die unsere Landwirtschaft zum Klimawandel beiträgt. Da geht es auch und vor allen Dingen auch um fairen Welthandel. Wo gibt es das deutliche Statement der Hessischen Landesregierung, die hohen EU-Agrarsubventionen nur noch für gemeinwohlorientierte sozial- und ökologische Leistungen zu verteilen und nicht mehr für die intensive industrielle Landwirtschaft, die auch noch die klimaschädlichste ist? Da muss Hessen ein eindeutiges Statement an die Bundeslandwirtschaftsministerin geben. Sie hat die Federführung bei den anschließenden GAP-Verhandlungen. Wir können uns eine Landwirtschaft, die die Böden degradiert, die Artenvielfalt zerstört, unsere Grundwasser belastet und am Ende nicht mehr in der Lage sein wird, unter veränderten Klimabedingungen unsere Ernährung sicherzustellen, nicht leisten. Wir alle können uns das nicht leisten. Wir brauchen eine ambitionierte Agrarwende, die auch die konventionelle Landwirtschaft klimaschonend macht und die an die bereits eingetretenen Klimaveränderungen anpasst. Um die Klimaziele im Agrarsektor zu erreichen, Kollegin Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, mache ich gerne. Um die Klimaschutzziele im Agrarsektor zu erreichen, muss die Agrarwende mit einer Ernährungswende gekoppelt werden. Zum Ausgleich der geringen Erträge der ökologischen Landwirtschaft gegenüber einer intensiven industriellen Landwirtschaft. Da müssen wir arbeiten an so Dingen wie Fleischkonsum und Essgewohnheiten. Das ist dringend notwendig. Und es ist eine Aufforderung zum Handeln. Und jetzt hören Sie auf zu reden. Tun Sie endlich die notwendigen Dinge. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Landau, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Schott, Sie haben über so viele Wenden hier gesprochen, dass es mir schon so ein bisschen schwummerig geworden ist. Aber ich will da mal sachlich in das Thema einsteigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage, ob nun der Sommer 1983, 2003 oder eben 2008 der rekordverdächtigste ist, diese Frage ist völlig nachrangig. Über 90 Tage in diesem Jahr mit fehlenden Niederschlägen und großer Wärme seit April haben eben nicht nur für schönes Badewetter gesorgt, sondern bringen auch negative Auswirkungen auf Mensch, Wirtschaft und Umwelt mit sich. Wenn wir heute doppelt so viele Hitzetage haben wie in den 80ern, dann ist es wahrscheinlich, dass dies mit dem langfristigen Trend zur Klimaerwärmung zusammenhängt. Solche Extremwetterphasen führen zu großen Risiken und Schäden, die es auch wirtschaftlich rechtfertigen und zum Gebot der ökonomischen Vernunft werden lassen, engagiert gegen die Erderwärmung vorzugehen. In Hessen kommen wir dieser Verpflichtung nach. Unterstützung von Klimakommunen, Formulierung einer Klimaschutzrichtlinie und nicht zuletzt der auch schon hier vorgetragene integrierte Klimaschutzplan sind Beispiele dafür. In dem Klimaschutzplan setzen wir 140 Maßnahmen um, die bis 2019 mit 140 Millionen € hinterlegt sind. Wir tun also viel. Die Landwirtschaft ist ein Kernbestandteil der gesellschaftlichen Absicherung. Nun sieht sich gerade diese Branche durch den Klimawandel und extreme Wetterphänomene bedroht. Bauern sind eben wie kein anderer Berufszweig vom Wetter abhängig. In vielen Regionen Hessens gibt es hier enorme Ernteausfälle wegen der Trockenheit in den vergangenen Monaten. Wir wollen die vielfältige Landwirtschaftsstruktur in unserem Land und die familiengeführten Betriebe erhalten, weil sie neben wichtigen Nahrungsgrundlagen enorme Leistungen für die Gesellschaft erbringen und nicht zuletzt auch unsere Kulturlandschaft, die wir alle schätzen, prägen. Betrieben, die ohne ihre Verschulden in Existenznöte gekommen sind, wollen wir helfen, möglichst schnell, unbürokratisch und praktisch. Was wir als Land tun können, das wollen wir leisten.
und in Verantwortung für unsere Landwirte und auch in Anerkennung ihrer Arbeit haben wir einen 9-Punkte-Plan ins Leben gerufen, der kurzfristig einige Maßnahmen vorsieht, die hier alle schon angesprochen wurden, aber eben auch ein paar längerfristig angelegte Maßnahmen vorsieht. Ich bin sicher, dass unsere Umweltministerin da noch darauf eingehen wird. Wir wollen mit dem Bund zusammen auch Lösungen für eine Entschädigungsleistung anbieten. Besonders betroffenen Betrieben müssen wir helfen, sonst wird es zu einem Höfesterben kommen, und das gilt es zu vermeiden. Wir sind bereit, hier auch eigenes Geld dazuzugeben. Für die Auszahlung brauchen wir, was nachvollziehbar ist, genauere Daten, und dann können wir dort loslegen. Wir brauchen diese genaueren Daten auch deshalb, weil natürlich nicht jeder Bauer gleichmäßig oder in gleicher Höhe betroffen ist, sondern es kommt darauf an, was er anbaut, was er betreibt und natürlich auch, wo sein Hof geografisch liegt. Je 10 Millionen € von Land und Bund sind, da bin ich von überzeugt und meine Fraktion auch, ein starkes Signal der CDU an die in Not geratenen hessischen Bauern. Nicht hilfreich ist beispielsweise aber ein Hinweis, der aktuelle Milchpreis von 38 Cent je Liter sei doch erfreulich. Denn damit verkennt man, dass der höhere Preis auf eine geringere Milchleistung der Kühe infolge von versteppten Wiesen zurückzuführen ist. Es an Futter für die Tiere fehlt und jetzt schon oft die Wintervorräte verfüttert werden müssen. Es darf nicht sein, dass Viehbestände aus Futtermangel abgebaut werden und Tiere unter Wert als Schlachttiere verschachert werden. Dies ist nach unserer Ansicht nicht hinnehmbar, und doch ist es für viele bedrohten Betriebe die einzige Option. Wir wollen hier dagegen aktiv werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst wenn wir baldigen Regen hätten und die Wiesen auch wieder ein wenig grün werden sollten, dann muss man einfach wissen, das, was dann noch an Grünzeug zu ernten ist, hat nicht mehr den Nährwert, den man braucht, um die Tiere auch richtig füttern zu können. Ergänzend zu den Liquiditätshilfen wollen und müssen wir die Landwirte unterstützen, sich Schritt für Schritt an die geänderten Klimabedingungen anzupassen. Das Klima ändert sich, und ich sagte schon, die Landwirte sind dort in einer besonderen Weise betroffen. Der Klimawandel wird der Landwirtschaft in Deutschland verstärkt Ernteeinbußen aufgrund extremer Wetterereignisse und Veränderungen in den Niederschlagsmengen und Temperaturen bringen. Die Umsetzung einer Vielfalt von lage- und sortenspezifischen Anpassungsmaßnahmen wie veränderte Fruchtfolgen, Sortenwahl, angepasste Anbau- und Bewässerungsverfahren und natürlich auch innovative Kühlsysteme für die Ställe wird notwendig sein, um den Herausforderungen im Pflanzenbau und in der Tierhaltung zu begegnen und eine Klimaresilienz der Landwirtschaft zu stärken. Wir stellen hier ein 9-Punkte-Programm. Wir stellen hierzu in dem 9-Punkte-Programm alleine 1 Million für kurzfristige Klimaanpassung zur Verfügung. Ich denke, das kann man erwähnen. Der Eingang aktueller Erfahrungen und wissenschaftlicher Ergebnisse muss beschleunigt in die praktische Beratung eingehen, damit jeder Bauer die Chance erhält, langfristig hier bei uns in Hessen unter veränderten Klimabedingungen eine moderne und auch zukunftsfähige Landwirtschaft betreiben zu können. An dieser Stelle möchte ich dann auch einmal anmerken, ja, es gibt Forderungen des Bauernverbandes, dass man so und so viel Geld bitte seitens der Politik zur Verfügung stellen möge. Aber es gibt auch eine Solidarität unter den Landwirten. Es gibt an immer mehr Stellen, wo Maisbauern, und der Mais ist dieses Jahr 1 Meter niedriger als sonst, dass sie diese Maisbauern einen großen Teil ihrer Flächen, die sie sonst in die Bioenergie geben würden, Tierhaltern zur Verfügung stellen, damit die ihre Tiere füttern können. Was das möglicherweise an Einnahmeausfällen auch für Sie dann noch einmal zusätzlich bedeutet, das brauche ich Ihnen herausstellen. Aber mir ist wichtig, auf die Solidarität, die auch in der Landwirtschaft selber ist, mal hinzuweisen. Die Landwirtschaft ist aber nicht nur Betroffener des Klimawandels, sondern auch Verursacher von bis zu 10% klimawirksamer Emissionen. Es ist erfreulich, wenn Top Agrar Online im März dieses Jahres von einer Studie berichtet, nach der eine große Bereitschaft bei den Landwirten besteht, sich mit diesem schwierigen Themenbereich auseinanderzusetzen und einen aktiven Beitrag zu einer Reduktion zu leisten. Wir wollen Sie dabei unterstützen. Natürlich
dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit Soforthilfen und Unterstützung der Landwirtschaft zwar die Symptome bekämpfen, aber die Ursachen natürlich in einer weltweiten Klimaveränderung liegen. Sommer wie diese zeigen eindeutig, dass der Klimawandel nichts ist, was uns erst in 100 Jahren erwartet. Er geschieht heute ganz direkt, und die Menschen in Hessen spüren bereits heute die Auswirkungen. Diese Entwicklungen bestätigen uns als Regierungsfraktion noch mehr in unseren Klimazielen und zeigen, dass Ökologie, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien der richtige Ansatz sind. Denn auch Hessen muss seinen Beitrag leisten, den Klimawandel zu verlangsamen und die Auswirkungen abzuschwächen. Die Zeitschrift Zeit schrieb vor Kurzem, ich zitiere, was wir in diesem Sommer sehen, wir sehen die Zukunft. Ende des Zitats. Gut zu wissen, dass unsere Landesregierung Anstrengungen für eine gute Zukunft unternimmt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Knell, FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN haben mal wieder das Thema Klimaschutz entdeckt und nehmen die Dürre nun zum Anlass, ihre Klimapolitik abzufeiern. Dabei haben Sie gar nicht gemerkt, dass der Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, nichts enthält als, und da kann ich Frau Kollegin Schott zitieren, inhaltsleere Phrasen sind, ohne einen konkreten Vorschlag. Der Antrag ist Setzpunkt einer grünen Partei, der inzwischen selbst bei ihrem eigenen Thema nichts mehr einfällt als ein Weiter-so. Und das passt zu Merkel und Bouffier, ist also genauso innovativ. Es ist in der Tat ein sehr enttäuschender Antrag, den Sie hier vorlegen. Kommt noch. Das allein ist aber ja noch nicht das Problem. Das Grundproblem ist, dass Ihre bisherigen Rezepte bereits schon nicht geeignet waren, den Klimaschutz voranzubringen, weil die von Ihnen propagierten Maßnahmen kein einziges Gramm CO2 eingespart haben. Die Energiewende senkt den CO2-Ausstoß nach wie vor nicht, weil unter dem europäischen Emissionshandel damit Zertifikate für andere Länder frei werden. Eine Antwort darauf, wie man dem begegnen will, bleiben Sie uns schuldig. Immer nur mehr Windräder wird dieses Systemproblem nicht lösen. Was ist denn mit anderen Maßnahmen, die erhebliche Potenziale haben, CO2 einzusparen? Waldkauf in Schwellen- und Entwicklungsländern zum Beispiel. Was nutzt es uns, dass wir hier noch von 90% auf 95% effizienter werden, während in vielen Ländern der Welt mit unserem Know-how massive Effizienzgewinne zu erheblichen und messbaren Einsparungen führen könnten? Wo bleiben da Ihre Vorschläge? Was ist mit synthetischen Kraftstoffen als zusätzliche Technologie? CO2-neutral im Verbrennungsmotor mit dem bestehenden Tankstellensystem. Wo bleibt hier die Forschungsförderung? Was ist mit Chancen der Digitalisierung, z.B. beim Homeoffice? Was ist mit der Energieeffizienz im Gebäudebestand? Wo sind da Ihre Antworten? Und statt Antworten zu geben, schwadronieren Sie im Antrag von klimaschonender Landwirtschaft. Und da springen ja die CDU dann auch noch mit drauf. Das ist ein Baustein, der ist so klein. Das sind nur 3% der Treibhausgase, kommen aus Deutschland. Und davon sind 10% aus der Landwirtschaft. Wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, dann brauchen wir größere Räder, die bewegt werden. Ja, hören Sie doch einfach erst einmal zu. Hören Sie doch einfach erst einmal zu. Schlimmer noch, mit Ihrer Politik gegen den Diesel und mit der Stilllegung von 10% der Staatswaldfläche konterkarieren Sie ja noch die Einsparungen an anderer Stelle. Wir importieren jetzt Holz aus fragwürdigen Quellen in Russland und leisten so dem Klimaschutz, den wir mit der heimischen Energie und Baustoff mit Holz stützen könnten, erweisen wir einen Bärendienst. Und anstatt sich Gedanken zu machen, wie man effizient und gezielt Klimaschutz betreibt, rennen Sie immer tiefer in die Sackgasse herein. Energiewende, Verbot des Verbrennungsmotors und die Abschaltung aller Kohlekraftwerke. Der Schutz des Klimas ist zu wichtig und ist auch uns zu wichtig, um ihn bürokratisch und planwirtschaftlich anzugehen. Und trotzdem dominieren diese Strategien mit verheerenden Folgen. Die Kosten laufen aus dem Ruder, ohne dass es zu angemessenen Erfolgen kommt. Wir brauchen hier eine Änderung der Strategie in Richtung Marktwirtschaft.
Wir Freie Demokraten treten für eine vernünftige, international abgestimmte Politik auf Basis des Klimaschutzabkommens von Paris ein und lehnen Alleingänge ab. Wir wollen den Emissionshandel als globales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und dafür internationale Kooperationspartner gewinnen. Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir uns langfristig realistische Ziele setzen und auf unnötige Markteingriffe verzichten. Zentrales Instrument des Klimaschutzes ist für uns der europäische Emissionshandel. Der Emissionshandel ermöglicht, dass alle Branchen und Länder in den Klimaschutz einbezogen werden und einen fairen Anteil an den Kosten tragen. Und damit wird Klimaschutz dann auch effektiver, günstiger und sozial gerechter. Der Emissionshandel bietet zudem größere Anreize, durch neue Technologie und Innovationen emissionsärmere Produktionsprozesse durchzusetzen, und zwar so, dass für jeden eingesetzten Euro die größte Menge an CO2 eingespart werden kann. Wir geben jedes Jahr inzwischen 28 Milliarden Euro für die Energiewende aus, ohne dass es zu einer wirklichen Reduzierung der Emissionen gekommen ist. Mit einem Bruchteil des Geldes könnten wir Waldflächen in Afrika und Südamerika aufkaufen und hätten einen riesigen Einspareffekt. Eine Unzahl von Klimaschutzzielen und Instrumenten für unterschiedliche Lebensbereiche und Branchen verteuern den Klimaschutz unnötig und blockieren dann auch die Mittel für alternative Optionen der Treibhausgasreduzierung. Deshalb wollen wir als ersten Schritt den EU-Emissionshandel durch eine Ausweitung auf weitere Sektoren stärken und damit fit für zukünftige Kooperationen mit anderen internationalen Emissionshandelssystemen machen. Der Umwelt- und Klimaschutz muss im Einklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes stehen und darf eben nicht ideologisch zulasten der Arbeitsplätze betrieben werden. Das ist im ureigenen Interesse des Umweltschutzes, denn alle Investitionen in umwelt- und klimafreundliche Technologien müssen am Markt verdient werden. Wir Freie Demokraten stehen neuen Technologien gegenüber, gerade auch im Klimaschutz, offen gegenüber. Niemand kann heute sagen, wie die Energieversorgung in 50 Jahren aussehen wird. Daher lehnen wir auch dann langfristige Pläne, mit denen für jeden Wirtschaftssektor spezifische Emissionsziele mittels restriktiver Vorgaben umgesetzt werden sollen, grundsätzlich ab. Dauersubventionssysteme wie das Erneuerbare Energiengesetz behindern die Durchsetzung neuer Ideen und müssen deshalb abgeschafft werden. Mit planwirtschaftlichen Instrumenten wie dem Klimaschutzplan nehmen wir uns die notwendige Offenheit für den technischen Fortschritt. Zudem sind gemeinsame europäische Klimaziele festgelegt. Das heißt, dass jede Tonne in Deutschland zusätzlich gespartes CO2 in anderen europäischen Ländern zusätzlich ausgestoßen werden kann. Alleingänge Deutschlands in der Klimapolitik sind also ökologisch wirkungslos. Klimaschutz nach grünem Rezept macht alles teurer, aber nicht im Ansatz effizient. Und daher müssen die Klimaziele Deutschlands wieder an die gemeinsamen europäischen Ziele angeglichen werden. Und statt dies zu tun, ist die Landesregierung weiter auf dem teuren, ideologischen, aber wirkungslosen Holzweg. Und wir brauchen wieder einen effizienten Klimaschutz mit Vernunft und Wirkung. Mit den Grünen gibt es diesen derzeit allerdings nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Löber, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Zuletzt haben wir uns im Plenum im Dezember 2017 mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Es gab einen Antrag, damals auch der Regierungsfraktionen, Hessen übernimmt Verantwortung für Klimaschutz mit konkreten Zielen und Maßnahmen. Also nun, zwei Monate vor der Landtagswahl, dringend wieder Zeit, uns wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Sie stellen in Ihrem Antrag fest, dass der Klimawandel beginnt. Nein, werte Kollegen, wir sind mittendrin. Der Klimawandel hat bereits weltweit zu großen Veränderungen geführt. Das Eis der Arktis schmilzt, Inselstaaten versinken unter Wasser, Wüsten breiten sich rasant aus. Wir brauchen endlich echten und konkreten Klimaschutz, auch in Hessen. Mit dem integrierten Klimaschutzplan hat sich das Land Hessen im Jahr 2017 zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Treibhausgasemissionen
um 30% im Vergleich zu 1990 und bis 2025 um 40% zu reduzieren. Bis 2050 will Hessen klimaneutral werden. Die Landesregierung legt seitdem erst gar keine konkreten Zahlen zum Klimaschutz in Hessen vor. Obwohl dies dringend geboten wäre, um das eigene Handeln zu überprüfen und begonnene Maßnahmen zu evaluieren. Seien Sie doch einfach einmal ehrlich. Es wird keine Zahlen und keine Ergebnisse grüner Politik im Klimaschutz mehr vor der Landtagswahl geben. Die Wirklichkeit ist doch vernichtend. Die Medien berichten schon länger vom Nichterreichen der Klimaziele in ganz Deutschland und auch in Hessen. Ist es nicht eher so, dass die Treibhausgase auch in Hessen seit 2014 gestiegen sind? Stattdessen bestärken Sie im Antrag Ihr Engagement zur Reduktion klimaschädlicher Gase. Wieder nichts Konkretes. Die fatale Situation in unseren hessischen Städten spricht doch für sich. Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger mit Feinstaub und Abgasen ist viel zu hoch. Der CO2-Ausstoß ist die letzten Jahre gestiegen. Gut, dass Sie sich hier wenigstens engagieren wollen. Warum haben Sie, ich komme auf die Kollegin Feldmayer zurück, warum haben Sie die von Ihnen hier so vehement vorgetragene CO2-Bremse denn nicht selber bei der Änderung der Hessischen Verfassung vorgeschlagen? Nichts, rein gar nichts Konstruktives haben Sie dort eingebracht. In keiner Sitzung. Und jetzt etwas von der Bundesebene zu fordern, während wir hier aktuell am 28. Oktober über die Hessische Verfassung abstimmen, das ist wirklich kaum mehr wert, in Worte zu fassen. Das ist einfach nur noch desaströs. Die Hessische Landesregierung will mit der Umsetzung von 42 als prioritär eingestuften Maßnahmen, immerhin 42 von 140 Maßnahmen, bis 2019 beginnen. 2019 ist schon nächstes Jahr. Erste Umsetzungsphase nennen Sie dies. Es gibt keine aussagekräftigen Informationen darüber, was die Landesregierung seit März 2017 konkret unternommen hat, um die Ziele des integrierten Klimaschutzplans umzusetzen. Wie viele Maßnahmen sind tatsächlich begonnen und vor allem mit welchem Ergebnis? Bis 2020, bis zur Erreichung des ersten Etappenzieles, sind es noch 16 Monate. Wir müssten doch eigentlich kurz vor der Erreichung dieses Zieles sein. Warum feiern Sie dieses nicht? Hierzu schweigen Sie sich wiederholt aus. Was macht stattdessen das Regierungspräsidium Darmstadt? Ein Regierungspräsidium mit einer grünen Regierungspräsidentin. Herr Kollege Löber, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Feldmayer? Das Regierungspräsidium Darmstadt hat im letzten Jahr null Anträge zur Windkraft genehmigt. Null Anträge. Dagegen 33 zurückgezogen bzw. abgelehnt. 33 Anträge auf die Möglichkeit, hier eine Energiewende voranzubringen. Null Anträge. Eine grüne Regierungspräsidentin. Aber auch hier, Sie schweigen. Nichts. Geben Sie endlich Antworten, und zwar keine geschönten oder sogar unrichtigen. Im Antrag steht erneut nichts über die Erreichung der Ziele. Sie stellen fest, es drohen negative Auswirkungen für die Wälder. Das ist sogar richtig. Aber die Bedrohung ist nicht die Trockenheit alleine. Die Bedrohung erfolgt auch durch eine unwahre ideologische Politik. Sie loben sich für 100% FSC-Zertifizierung der hessischen Staatswälder. Dabei ist das überhaupt nicht richtig. Es gibt weiterhin Staatswälder, die nicht zertifiziert sind, da dort Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Durch die Trockenheit gibt es bereits eine immense Vermehrung des Borkenkäfers in den hessischen Wäldern. Wie wollen Sie diese Gefahr für den Wald bekämpfen? Das wäre einmal ein Ansatz in dem Antrag gewesen. Sie werden sich 2 Monate vor der Beantwortung dieser Frage drücken, um sich über die Landtagswahl zu retten. Förster und Waldbesitzer, mit denen ich zuletzt viele Gespräche geführt habe, fühlen sich sehr alleine gelassen von dieser Regierung, gerade in einem trockenen Sommer. Die Regierung ist weggeduckt, heißt es. Wie soll der Borkenkäfer aus Ihrer Sicht in den Staatswäldern bekämpft werden? Und was passiert mit den Massen an befallenem Holz? Geben Sie endlich dringend erforderliche Antworten auf diesen trockenen Sommer. Aussitzen wird keine Probleme lösen, sondern es kommen weitere Probleme hinzu.
Festzustellen, der Sommer war trocken, das ist doch wirklich etwas schwach. Reden wir doch beim Thema Wald einmal Klartext mit einem konkreten Beispiel. Sie überschwemmen uns mit Hochglanzbroschüren über die Ergebnisse des Runden Tisches zum Hessischen Ried. Aber wie sieht denn die Realität aus? Katastrophal. Die Landesregierung hat sich bereits teilweise aus der Finanzierung der Grundwasseraufspiegelung zurückgezogen. Im Westwaldprojekt tragen die anderen Beteiligten die Kosten der Wasseraufspiegelung alleine. In anderen Teilen des Rieds hat erst gar keine Grundwasseraufspiegelung stattgefunden. Nichts hat die Landesregierung konkret gemacht, um die Ergebnisse des Runden Tisches umzusetzen. Gerade in einem sehr trockenen, Sommer ist das mehr als grob fahrlässig. Wann werden wir hier endlich Zeit haben für Dinge, die wirklich wichtig sind? Echten Klimaschutz. Es ist allerhöchste Zeit. Dann zuletzt die Bittstellung in Ihren Antrag. Sie bitten und bitten und bitten die Landesregierung. Da ist mein Verständnis von Politik ein anderes. Die Landesregierung hat die Beschlüsse des Landtags auszuführen. Ihr Antrag erzeugt eine Illusion, dass die Landesregierung selber entscheiden kann, was sie macht und was nicht. Zudem hat sich der Punkt zur Landwirtschaft größtenteils erledigt, da die Bundeslandwirtschaftsministerin bereits 150 Millionen € an Hilfe für die Landwirte genehmigt hat und wahrscheinlich dieser Betrag sogar noch erhöht wird. Warum haben Sie denn in diesem Punkt nichts Konkretes drinstehen, eine Forderung an die Landesregierung, was sie tun soll, was sie machen soll, Gelder in diesem Antrag bereitgestellt? Nichts. Sie bitten lediglich zu prüfen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, keine Sorge, aber auch keine Hoffnung. Von dieser Regierung werden Sie in Sachen Klimaschutz keine konkreten Maßnahmen mehr fürchten oder erwarten müssen. Im Oktober ist Wahl. Bis dahin wollen diese Damen und Herren der GRÜNEN nirgendwo mehr anecken. Sie wollen lieber beruhigen und einschläfern. Liebe GRÜNE, es wird sehr schwer für eine neue Landesregierung, die Klimaschutzziele noch zu erreichen. Viel zu wenig ist passiert. Wir haben die Kraft für die Zukunft von Hessen. Zukunft jetzt machen. Wir werden aus den dargestellten Gründen Ihren Antrag ablehnen, der sehr inhaltsleer ist, und uns bei dem Antrag der LINKEN. Wir halten zwar manche Ideen für prüfbar oder auch interessant, die zu diskutieren. Auch wir wollen sehr ehrgeizige, aber realistische Ziele für den Klimaschutz. Aber teilweise ist der Antrag doch auch sehr mit Forderungen der Umweltverbände zusammengestellt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin jetzt doch einigermaßen verblüfft, muss ich sagen. Weil, Frau Abg. Löber, ich habe immer darauf gewartet, dass Sie mal hier Ihre Vorstellung der SPD kundtun, die Sie entweder in dieser Wahlperiode schon vorgebracht haben oder wo Sie sagen, dieses und jenes und das ganz konkret haben wir im nächsten Wahlprogramm, und die Ziele wollen wir auch noch verschärfen. Bis dann und dann wollen wir CO2 noch mehr einsparen als diese Landesregierung. Nichts ist gekommen, nichts ist gekommen. Das zeigt den Stellenwert der Umweltpolitik bei der SPD. Und dabei haben wir doch tatsächlich die heißeste Phase zwischen April und August seit der Wetteraufzeichnung in diesem Jahr. Das zeigt einfach, dass das schon eingetreten ist, was die Klimawissenschaftler uns für die Zukunft auch vorhergesagt haben. Temperaturrekorde mit Auswirkungen schwerwiegender Folgen, z. B. der Hitze, die auch gesundheitliche Gefahren zeitigt. Ich weiß noch, wie die FDP mich ausgelacht hat über das Mückenmonitoring, das wir im Klimaschutzplan haben. Jetzt sind die ersten Mücken da, tropischer Art. Natürlich ist es richtig, dass wir überprüfen,
Wo kommen die her? Welche Schäden gibt es für die menschliche Gesundheit, damit wir auch in eine Beratung einsteigen können? So viel zur Realität, die auch die FDP gerne verneint. Wir haben steigende Waldbrandgefahr, vertrocknete Felder. Wir haben schon Beschädigungen an der Infrastruktur, Niedrigwasser bei der Schifffahrt. Und einzelne Regionen leiden unter Trinkwasserknappheit. Das ist schlicht und einfach nicht mehr zu ignorieren. Und natürlich auf der anderen Seite, da wo starke Hitze über einen langen Zeitraum ist, haben wir dann wieder die Starkregenereignisse, die zu Überschwemmungen führen. Und die Kommunen und die Unternehmen, die Zivilbevölkerung hat den Schaden auszubaden. Und deswegen ist es richtig, dass Hessen einen integrierten Klimaschutzplan auf den Weg gebracht hat, meine Damen und Herren. Wir haben die Landesenergieagentur eingerichtet, die bereits Beratungs- und Unterstützungsaufgaben für die hessischen Kommunen übernimmt, liebe Frau Abgeordnete Löber, zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz, liebe FDP, zur Energieeinsparung, weil am besten ist natürlich die Energie, die nicht verbraucht werden muss. Das ist völlig klar. Aber wir brauchen auch erneuerbare Energien, und wir werden auch weiter in Windkraft investieren. Natürlich immer unter Abprüfung, inwieweit der Naturschutz dort tangiert ist. Aber wir werden unseren sechsten Platz, den wir bundesweit erreicht haben, noch verbessern wollen. Das ist doch völlig klar, dass das unser Ziel ist. Und in der Photovoltaik sind wir 2017, haben wir unseren Zuwachs verdoppelt gegenüber 2015. Auch das ein wichtiger Punkt. Und, Frau Abgeordnete Knell, Sie haben ja viel über Emissionshandel geredet. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind auch für Ausdehnung des Zertifikatehandels. Sie haben hier aber nicht erklärt, wie Sie eigentlich die Energieerzeugung für Hessen sehen. Wenn Sie die erneuerbaren Energien nicht wollen, allein mit Energieeffizienz kriegen Sie das Thema nicht geregelt. Wollen Sie weiter Atomkraft? Wollen Sie weiter Kohlekraft? Vor dieser Antwort haben Sie sich hier gedrückt. Die Landesregierung unterstützt Unternehmen auch beim Thema Energieeffizienz. Der Wirtschaftsminister hat ein solches Programm aufgelegt. Wir investieren in die Nahmobilität wie Radschnellwege, Radverkehrskonzepte oder das Schülerticket, und da planen wir noch mehr. Das wird ja heute hier auch morgen auch noch zur Debatte stehen. Die Flatrate-Tickets müssen ausgedehnt werden. Und die Westtangente ist der erste Baustein zu einem S-Bahn-Ring. Und das haben die Grünen vorangebracht an dieser Stelle mit dem Wirtschaftsminister. Und ich glaube, dass diejenigen, die sagen, gemeinsam mit der CDU. Und diejenigen, die jetzt sagen, das finden wir eine tolle Idee, wie die SPD, ja gut, dass wir noch mehr Unterstützung kriegen. Aber wir haben gezeigt, dass wir handeln können, weil der Wirtschaftsminister dieser Koalition das bereits auf den Weg gebracht hat. Und das ist wichtig, weil der Mobilitätsbereich hat den höchsten Anteil am CO2-Ausstoß in Hessen. Und deswegen müssen wir beim Individualverkehr und beim öffentlichen Nahverkehr müssen wir entsprechende eine Verkehrswende einläuten. Und natürlich gehört der Ausbau der E-Mobilität auch dazu. Die Anpassungsstrategie durch das Fachzentrum für Klimawandel und Anpassung wurde eröffnet. Und wir wollen hier die Kommunen unterstützen, sich darauf einzustellen, dass sie künftig mehr Überhitzung in den Städten haben, aber gleichzeitig auch mehr Überschwemmungssituationen. Und hier werden wir gerade die kommunale Familie nicht alleine lassen, meine Damen und Herren. Wichtig ist aber, und das will ich deutlich sagen, dass viele Rahmenregelungen durch die nationale Ebene vorgegeben werden. Und die nationale Ebene, die nationale Politik lässt uns im Moment ein bisschen im Stich.
Das sage ich hier deutlich. Die nationalen Klimaschutzziele werden nicht erreicht. Die Kohlekommission ist stolpernd überhaupt auf den Weg gebracht worden, und uns fehlen deutlichere Schritte zu einer ambitionierten Klimapolitik. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss besser unterstützt werden. Der Kohleausstieg muss jetzt endlich begonnen werden, natürlich sozialverträglich. Hessen hat aber im Klimaschutzplan, dass wir das unterstützen, im Gegensatz zu manch anderen Ländern. Und eine wirkungsvolle CO2-Bepreisung muss vorangebracht werden. Aber der Bundesverkehrswegeplan geht zurück auf nationale Politik. Und die Frage der Gebäudesanierung ist auch eine Frage von nationaler Politik. Und der Netzausbau ist eine Frage nationaler Politik. Und deswegen kann eine CO2-Bremse im Grundgesetz dazu führen, dass der Bund sich stärker auch zielgerichtet auf den Weg macht, seine Klimaschutzziele einzuhalten. Und das hilft den Ländern, auch das Ziel von Paris zu erreichen. Denn wir wollen, dass Hessen 2050 klimaneutral ist. Und, meine Damen und Herren, wir haben doch jetzt gemerkt bei der Landwirtschaft, welche Schäden die Dürre dort allein schon zeitigt, wenn auch regional unterschiedlich. Es ist richtig, dass wir 10 Millionen € für die Entschädigung für besonders betroffene Betriebe zur Verfügung stellen. Und endlich hat der Bund gesagt, er beteiligt sich. Das ist wunderbar. Jetzt gilt es aber, dass wir zu unbürokratischen Regelungen kommen, dass auch die landwirtschaftlichen Betriebe tatsächlich in diesem Jahr auch noch die Entschädigungen sehen. Aber, meine Damen und Herren, die Landwirtschaft muss auch weiter klimagerechter gestaltet werden. Wir brauchen Investitionen in wassersparende Technologien, aber auch die Förderung von Abdeckung von Gülle- und Gärrestebehältern. Wir brauchen den Erhalt von Grünland, stärkeren Fruchtfolgenanbau. Und Hessen wird die Förderung für solche klimafreundlichen Maßnahmen kurzfristig ausbauen. Auch das ist ein Signal an die Landwirtschaft. Und, Frau Knell, es sind nicht nur 10%. In Hessen haben wir weit mehr CO2-Ausstoß im Bereich der Landnutzung, Landwirtschaft. Und deswegen lassen wir die Betriebe nicht allein mit solchen Jahren, sondern wir unterstützen sie, künftig betriebswirtschaftlich gut arbeiten zu können, und zwar klimafreundlich. Der ökologische Schaden mit den wirtschaftlichen Konsequenzen für Landwirtschaft, Unternehmen, Kommunen und Zivilbevölkerung müssen wir und wollen wir engagiert entgegentreten, und zwar mit Klimaschutz. Hessen wird klimaneutral werden, und darüber reden wir nicht nur. Wir haben begonnen, den Klimaschutzplan umzusetzen, und wir werden das engagiert und intensiv weiterverfolgen. Ich freue mich auf die weitere Unterstützung dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Rock, FDP-Fraktion, 5 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die GRÜNEN stellen ja gerne die Frage und sagen, ja, wie wollt ihr denn die Energieversorgung gestalten, und vergessen immer, dass das, was Sie vorschlagen, einfach nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Ohne Leitung und Speicher funktioniert es einfach nicht, und es gibt weder das eine noch das andere. Und, Frau Ministerin, Ihnen ist doch bestimmt bekannt, dass kein Bundesland mehr Strom importiert als Hessen, dass wir weit über 50% des Stroms aus Kohlekraftwerken aus Nordrhein-Westfalen nach Hessen transportieren, damit bei uns das Licht nicht ausgeht. Mehr als jede zweite Kilowattstunde Strom kommt aus den benachbarten Ländern oder womöglich aus Frankreich. Jede zweite Kilowattstunde Strom können wir in Hessen gar nicht erzeugen. Sie sind doch diejenige, die uns einmal erklären sollte, wie Ihre auf dem grünen Tisch geplante, an denen die wichtigsten Bausteine fehlende sogenannte Energiewende überhaupt sicherstellen soll, dass wir noch Energie zur Verfügung haben.
Das können Sie gar nicht, weil Sie weder physikalisch, ökonomisch noch in irgendeiner anderen Art und Weise ein tatsächlich funktionierendes, aktuell funktionierendes Modell vorweisen können. Und Hessen ist keine Insel. Hessen ist keine Insel, und wenn es eine wäre und wir keine Leitung nach Nordrhein-Westfalen hätten, wäre bei uns jetzt schon der Strom aus. Da wäre hier dunkel, kalt, da wäre es vorbei mit der Energieversorgung ohne die Leitung in das ungeliebte Kohlegebiet. Und jetzt fragen Sie, ja, wie kann man denn CO2 einsparen? Ich stelle fest, unwidersprochen, dass wir seit mehreren Jahren kein CO2 mehr einsparen in Deutschland, trotz gigantischer Subventionen. Subventionen, Sie würden sagen Förderung, ich würde sagen Subventionen. Trotz gigantisch Staaten, wir sparen kein CO2 mit dem, was Sie hier die ganze Zeit propagieren. Wir sparen kein CO2, das ist ein Faktum. Also zwei Fakten haben wir. Es gibt kein tatsächlich funktionierendes System, um die Versorgung sicherzustellen, und wir sparen kein CO2. Das sind Fakten. Die müssten Sie einmal widerlegen, um zu beweisen, dass das, was Sie für Milliarden von Euro von den Bürgerinnen und Bürgern sich hier bezahlen lassen, sinnvoll ist. Wir bestreiten das. Und jetzt sagen Sie, wie wollen Sie es machen? So wie wir früher eine ökonomisch sinnvolle CO2-Reduzierung uns gewünscht hätten. Durch die Verteuerung des CO2-Preises wird als erstes die Braunkohle mit sehr viel CO2-Ausstoß unwirtschaftlich. Die wird durch Steinkohle und Gas sozusagen ergänzt. Und so werden wir mit wenig Kosten deutlich CO2 einsparen, im Gegensatz zu Ihrer ideologischen Politik, die nebenbei auch noch mit Tausenden von Windrädern unsere Landschaft und Natur zerstört. Darum ist unsere Politik, CO2 kostengünstig zu reduzieren, die auch weltweit eigentlich akzeptiert wird, außer hier. Und jetzt sind wir sehr dankbar, dass Hessen keine Insel ist, weil sonst wären wir nämlich hier im Dunkeln. Und Sie haben das ja immer wieder hier auch ausgeführt. Es ist richtig, ich habe mich über Ihr Mückenmonitoring lustig gemacht. Warum habe ich mich über Ihr Mückenmonitoring lustig gemacht? Weil wir mit dem Klimawandel ein Thema besprechen, das, sage ich jetzt mal, gigantische Ressourcen weltweit brauchen wird, um es zu bewältigen. Und Sie sprechen über Mücken. Das ist natürlich auch eine Mücke, die einen sticht, dass das ärgerlich ist und dass man sich darum kümmern muss, dass die vielleicht noch gar nicht unbestritten. Ich fand einfach den Zusammenhang, dass wir über ein globales Thema sprechen, so überheblich sind, dass wir glauben, wir können es in Hessen lösen, und Sie dann noch mit der Mücke um die Ecke kommen, das konnte ich mir nicht verkneifen, dort eine entsprechende Bemerkung zu machen. Aber das müssen Sie auch in der parlamentarischen Debatte aushalten. Ich glaube, es haben mehr darüber gelacht als ich. Das mag Sie auch geärgert haben. Aber gucken Sie nach Ihren Mücken. Das ist schon okay, wenn Sie das machen. Aber ich will noch einmal darauf eingehen, was das kostet und warum die GRÜNEN so unglaublich an dieser Politik hängen. Sie haben eine Wählerschaft, glaube ich, die profitiert von der Energiewende. Die profitiert von der Energiewende, weil alle Bürgerinnen und Bürger mit einer Flat Tax in einen großen Topf einzahlen. Ich hätte mir gewünscht, die Linke, das ist doch ihr Lieblingsthema, mit einer Flat Tax in einen Topf einzahlen. Fast 30 Milliarden werden in den Topf eingezahlt. Und dann kann nur der reingreifen, der investieren kann, der Geld zum Investieren hat. Und es ist egal, ob der in Hessen in der Bürgergenossenschaft sitzt oder ob das ein Konzern oder ein Anlageunternehmen irgendwo auf der Welt ist. Die greifen in den Topf rein und können entsprechend diese 28 Milliarden, die alle Bürger eingezahlt haben, rausnehmen. Dass es dafür eine Menge Fans gibt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber dass das eine gerechte Energiepolitik in Deutschland ist, das ist genau das Gegenteil von gerechter Energiepolitik. Und darum kehren Sie mal wieder zu den Fakten zurück, zur Physik, zur Wissenschaft. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Zur Wissenschaft. Und darum, Ihre Energiewende braucht dringend einen Neustart. Danke, Herr Kollege Rock. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Rock, Sie haben gerade wieder besseren Wissens gesagt, es sei unwidersprochen geblieben, dass die Energiewende nicht funktioniert. Stichwort, der CO2-Ausstoß würde nicht sinken. Ich habe Ihnen das in der letzten oder vorletzten Plenarrunde schon einmal gesagt. Ich sage es jetzt hier noch einmal, dann ist es noch einmal im Protokoll. Die Energiewende funktioniert. Wir sind bundesweit bei einem Drittel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gewesen im letzten Jahr. Und im ersten Halbjahr 2018 waren die erneuerbaren Energien erstmals mehr als die Kohle.
Also, die Energiewende funktioniert, und übrigens ist nirgendwo ein Licht ausgegangen. Nee, ich rede jetzt, Herr Rock. Zweitens. Der CO2-Ausstoß der Energieerzeugung im Stromsektor sinkt. Herr Minister, lassen Sie eine Frage von Herrn Rock zu? Nein, nein, ich möchte, dass der Herr Rock, weil er hier sagt, es sei unwidersprochen geblieben, jetzt auch einmal zuhört. Der CO2-Ausstoß, Herr Rock, der CO2-Ausstoß aus dem Stromsektor sinkt. Er sinkt. Das bedeutet, dass auch an diesem Punkt die Energiewende funktioniert. Warum am Ende der CO2-Ausstoß insgesamt nicht sinkt, hat einen ganz einfachen Grund, weil die Fortschritte der Energiewende aus dem Energiebereich werden aufgefressen durch zusätzlichen CO2-Ausstoß aus dem Verkehrsbereich. Und die einzig logische Konsequenz daraus, da weiß ich aber nicht, ob die FDP diesen Mut dazu hat, ist, zur Energiewende auch die Verkehrswende hinzutreten zu lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und einen weiteren Punkt, weil Frau Knell es auch gesagt hat und Sie ebenfalls noch einmal, Stichwort CO2-Zertifikate. Seit April ist der Emissionshandel reformiert. Und seit April, das hat übrigens jetzt dafür gesorgt, dass der Preis sich verdreifacht hat der Zertifikate. Seit April ist es so, dass überplanmäßige Fortschritte bei der CO2-Reduktion dazu führen, dass dann in Anführungszeichen überschüssige CO2-Zertifikate nicht mehr woanders hin verteilt werden, sondern schlicht gestrichen. Also dieses Argument stimmt nicht mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, es stimmt einfach nicht, was Sie hier gesagt haben, und es würde der FDP gut anstehen, wenn sie von ihrem ideologischen Kampf gegen die Windmühlen mal wieder dahin zurückkehren würde, dass man Antworten auf die Zukunftsfragen gibt und nicht nur gegen das kämpft, gegen das man schon immer war, vor allem, wenn es sich in der Realität als falsch herausgestellt hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Al-Wazir. Herr Kollege Rock von der FDP hat sich schon einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Al-Wazir, Sie wissen doch oder könnten es wissen, dass Ihre Förderpolitik dafür sorgt, dass abgeschriebene Braunkohlekraftwerke Grundlast laufen, ununterbrochen maximal CO2 ausstoßen, wir uns unfassbar teure Windmaschinen leisten und die modernsten Gaskraftwerke in Deutschland abgeschaltet in Irsching stehen mit einem Wirkungsgrad von 60%, der physikalisch gar nicht möglich ist, sondern weil man Turbinen hinten dran gestellt hat. Ihre Energiewende, wie Sie sie organisieren, ist unfassbar ineffizient, unfassbar teuer und wird auf dem allgemeinen Rücken jedes einzelnen Bürgers ausgetragen. Wir haben über 300.000 Haushalte jedes Jahr, die ihren Strom nicht mehr bezahlen können und abgeschaltet werden. Das ist Ihnen egal, weil für Sie sind 70 € im Monat oder 100 € im Monat gar kein Thema. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Es mag so sein, dass Sie sich erlauben können, zu sagen, egal was die Energiewende kostet, komm, wir machen alles Elektroautos. Wer soll sich das denn leisten können? Wer soll sich das denn leisten können? Ihre Energiewende richtet sich nur noch an eine Gruppe Menschen, die es sich leisten kann. Und Sie müssen verstehen, dass die meisten Menschen versuchen, natürlich beim Klimawandel auch dagegen zu halten. Aber die verlangen von uns, dass wir das verantwortungsvoll und mit effizientem Mitteleinsatz machen und nicht mit Ideologie, egal was es kostet, egal wer es zahlt und am besten noch die eigene Klientel davon profitiert. Das ist keine Energiewende. Und Sie können doch gar nicht widersprechen. Sie kennen die Lastkurven. Sie wissen, dass die Gaskraftwerke, alle Gaskraftwerke in Deutschland, aus dem Netz gedrängt sind, die energiearm sind und dafür die Braunkohle-Grundlast läuft. Und Sie wissen ganz genau, dass das Ihre EEG-gesteuerte Politik zu verantworten hat. Und, Herr Al-Wazir, können Sie uns garantieren, wenn wir heute die Kohlekraftwerke ausschalten, dass in Hessen der Strom nicht ausgeht? Können Sie uns das garantieren? Oder hören Sie, wenn Sie das nicht garantieren können, dann hören Sie auf mit diesen Jubelmeldungen, wenn es an irgendeinem Tag irgendwelchen regenerativen Strom gegeben hat. Sie wissen ganz genau, wir haben 30.000 Windräder in Deutschland. Wenn der Wind weht, wissen wir nicht, wohin mit dem Strom.
Und wenn der Wind nicht weht, brauchen wir den kompletten Fuhrpark, den wir an konventioneller Energie haben. Sie haben den Speicher nicht gebaut, Sie haben die Leitung nicht gebaut. Und darum brauchen wir auch kein einziges weiteres Windrad bauen, weil wir haben so viele, dass wir mit dem vielen Strom, wenn der Wind weht, gar nichts anfangen können. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Es wurde vereinbart, dass die beiden Anträge Drucksache 19/6676 und 19/6697 aus 19 in den Umweltausschuss überwiesen werden.